Wenn ihr dieses Video seht, bin ich entweder schon in Japan oder auf dem Weg nach Japan. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wann das Video genau rauskommt. Aber das hat für mich den Anlass gegeben, ein Video darüber zu machen, was meine Gaming-Influencer für das Land Japan waren. Ich bin jetzt hoffentlich irgendwie da entweder unterwegs oder gerade auf dem Weg dahin, wie gesagt. Und ey, Gaming hat ja schon immer natürlich irgendwo einen Einfluss auf mich gehabt, warum ich das Land Japan so interessant finde. Das hat schon angefangen mit den ersten Nintendo-Spielen und irgendwann haben ja dann auch ganz viele Spiele so japanische Kultur mit aufgegriffen und irgendwie so kleine Sachen aus dem Alltag da so mit eingebaut. Und es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die in verschiedenen Äras spielen, wo man einfach merkt, Japan hat Gaming natürlich sehr, sehr krass beeinflusst. Und das ist auch ein Grund, warum ich da mit unbedingt in dieses Land wollte, um mir das halt selber mal anzusehen, wo diese ganzen Referenzen auch so ein bisschen herkommen. Und als kleines Video während dieser Reise, während ich weg bin, habe ich gedacht, nehme ich das hier auf, nämlich meine 5 liebsten Japan-Games oder Games, die so meine Japan-Liebe so ein bisschen beeinflusst haben. Und darüber reden wir heute. Let's go! Während ich mittlerweile hoffentlich so ein bisschen in Japan unterwegs bin, versuche ich natürlich immer so ein bisschen die Sachen zu entdecken, die mir Gaming so ein bisschen näher gebracht hat. Und in dieser Liste habe ich jetzt 5 Games mal rausgesucht, die für mich das alles so ein bisschen definiert haben. Auch wenn viele andere Aspekte von japanischer Kultur natürlich auch in so Sachen wie Filmen, Serien und Animes natürlich drinsteckt, wo man immer so merkt, ja, es ist ja, das Coole ist ja, dass eben so normale Alltagssachen wie bestimmtes Essen oder sowas einfach in japanische Games reingekommen ist, obwohl das gar nicht so jetzt mit Absicht irgendwie war, wir wollen japanische Kultur näher bringen, sondern einfach, weil das da halt normal ist. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Referenzen in anderen Spielen, die nichts aktiv mit Japan zu tun haben, aber trotzdem halt irgendwo japanisch sind. Hier sind jetzt wirklich Spiele, die tatsächlich Japan als Setting haben und wir fangen an mit Nummer 5. Shashingo Learn Japanese with Photography. Ich habe von diesem Game dieses Jahr natürlich schon sehr, sehr viel erzählt und deswegen machen wir es auch an der Stelle relativ kurz. Es ist ein kleines Lernspiel, wo man einfach in so einer nachgebauten Variante von Tokio, sage ich mal, unterwegs ist oder einfach so einer kleinen Straße in einer japanischen Großstadt, wo man Fotos machen muss als ein nicht weiter definierte Spielfigur, wo man einfach nur rumläuft und Dinge fotografiert und gesagt bekommt, wie die Dinge heißen und wie die ausgesprochen werden und wie sie geschrieben werden. Ist ein cooles kleines Lernspiel, gemacht von nur 2 Menschen, hat jetzt tatsächlich keine Story und ist auch irgendwo, sag ich mal, wenn man nur einmal alles abfotografieren will, ein bisschen kurz, aber es geht mehr darum, dass man dann mit sowas wie dem Quiz-Mode in diesem Spiel tatsächlich ein bisschen rumläuft und sich quizzen lässt. So, okay, was heißt denn jetzt Stuhl? Was heißt denn Statue? Was heißt denn Zebrastreifen und so Sachen? Und jetzt, wo ich gerade hier natürlich so vor der Kamera sitze und das aufnehmen will, fehlt mir schon wieder die Hälfte. Deswegen gehen wir auch direkt weiter und bleiben sogar auf dem Punkt. Ich hatte auch so in einem der Recaps ein bisschen drüber gesprochen, weil ich mich sehr auf das Spiel gefreut hatte. Wenn man Bock hat, so ein kleines bisschen Japanisch zu lernen und so ein kleines bisschen in diesen Groove zu kommen und so ein paar kleine Referenzen irgendwie auf japanische Sachen wie halt so Konbinis und diesen komischen Hund, den es irgendwann mal gehabt, der so ein kleines Kiosk geleitet hat, erleben will, kann man das ganz gut hier in Shashingo. Ich habe das dieses Jahr genutzt, um mich halt so ein kleines bisschen auf die Reise vorzubereiten und deswegen wollte ich das unbedingt halt einfach so hier mit erwähnen, weil es auch mal einfach ein kleines bisschen was anderes ist so, ne? Ja, let's go. Als nächstes gehen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit, nämlich mit Ghost of Tsushima. Das hatte ich ja damals ein bisschen immer so separiert gespielt. Ich hatte so die ersten paar Spielstunden, so 5 Stunden gespielt und dann kamen irgendwie ein paar andere Games. Dann habe ich mal wieder weitere 10 Stunden reingesteckt und so. Und irgendwie habe ich das immer in so Chunks gespielt und ich weiß gar nicht so richtig warum. Ich glaube, weil immer dann andere Sachen ein bisschen interessanter waren. Aber mir ist das Game trotzdem immer noch sehr gut in Erinnerung geblieben, eben wegen diesem japanischen geschichtsträchtigen Setting, was da drin rübergebracht wird, wo wir als Jin Sakai unterwegs sind und zuerst am Anfang so eine richtig krasse Schlacht erleben und dann so, ja, für tot erklärt werden, mehr oder weniger, aber trotzdem irgendwie noch versuchen müssen, diese Insel, die es auch eben richtig gibt, also dieses Tsushima, das basiert auch alles auf bis zu einem gewissen Grad natürlich geschichtlich wirklich relevanten Ereignissen, die es damals gab und wir sind als, ja, so ein bisschen Assassin's Creed-eske Figur unterwegs und müssen uns teilweise in Camps schleichen, müssen aber auch so richtig coole Katana-Duelle dann mit Leuten abhalten, wo wir so in einem Camp dann die letzte Person herausfordern können und das hatte so ein paar richtig coole Gameplay-Mechaniken, unter anderem auch sowas wie, wenn man mit dem Pferd oder überhaupt einfach so auf der Insel unterwegs ist und man auf gewisse kleine Geheimnisse stößt. Das haben sie alles ein bisschen interessanter gemacht, indem man zum Beispiel so einem Wind folgt oder einem Vogel oder einem kleinen Fuchs, der dann auf einmal so vor einem auftaucht und das alles sich so ein bisschen natürlicher in die Spielwelt einbettet so. Natürlich haben es dann auch mittlerweile andere Spiele so ein bisschen nachgemacht. Es gab jetzt auch in 2024 Rise of the Ronin, da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeguckt, aber es wirkte auch so ein bisschen ähnlich und irgendwie hatten wir ja uns ja immer auch sowas wie ein Assassin's Creed in Japan gewünscht, was jetzt dann auch
auch auf nächstes Jahr verschoben ist. Aber Ghost of Tsushima hatte das dann einfach ein bisschen früher gemacht und hat es gefühlt ein bisschen besser gemacht. Insofern, was soll man da groß sagen? Guckt euch die Bilder an, es sieht absolut fantastisch aus. Es hat sich auch immer sehr, sehr gut gespielt, wenn ich es denn mal so am Stück gespielt habe. Die Story war auch spannend genug, die Charaktere da drin haben mir sehr gut gefallen. Es hat halt auch wirklich so diesen ja, geschichtshistorischen Aspekt von Japan so ein bisschen rausgearbeitet, was man ja dann teilweise auch so in ganz viel Architektur und sowas halt noch ein bisschen sehen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man sowas wie halt diese älteren Schlösser und sowas, ne, und diese Anlagen, wie sehr man das da drüben teilweise noch so ein bisschen eventuell sogar sehen und besichtigen kann und ja, so dieses Kulturelle halt noch so ein bisschen aufsaugen. Ghost of Tsushima deswegen hier bei mir ganz klar auf Platz 4. Auf Platz 3 packe ich jetzt mal Persona 3 Reload, weil ich das jetzt gerade dieses Jahr gespielt habe. Und natürlich ist die Persona-Reihe sehr, sehr groß, überhaupt einfach für diese Japan-Faszination auch, glaube ich, bei vielen Leuten verantwortlich. Denn die Settings sind zum größten Teil immer einfach so japanische Orte. In Persona 5 haben wir zum Beispiel richtig Tokio. In Persona 3 Reload wird es gar nicht so richtig gesagt, wo wir effektiv sind. Persona 4 Golden habe ich ja dieses Jahr auch noch ausprobiert, hat auch so ein ähnliches Setting. Und Teil 3 hat man aber so eine kleine, ja, wie so eine Studenten-WG, sage ich mal, und wir haben immer nachts den Tartarus-Turm, den wir erkunden müssen, der jetzt natürlich nichts mit einem großen Japan-Setting zu tun hat, aber Teil von Persona sind eben immer die Live-Sim Aspekte des Spiels, weil wir halt einfach als Schüler an so einer Schule unterwegs sind und auch außerhalb von unseren RPG hier einfach unser Leben leben müssen. Das ist ja so das, was beim Live-Sim immer so das Interessante ist, was in Persona dargestellt wird, dass dann immer Tag für Tag so ein bisschen vergeht und wir können mit Leuten sozusagen auf Dates gehen oder einfach so freundschaftlich abhängen, in irgendwelche Restaurants gehen. Das hat ja auch immer schon so ein bisschen diesen japanischen Alltag so ein bisschen rübergebracht. So die paar Locations, die man beobachten kann. Hat mir dieses Jahr schon ganz gut gefallen, das endlich mal nachzuholen. Vor allem, weil halt die Grafik auch so auf ein Niveau gehoben wurde, weil man das jetzt von Persona 5 natürlich eher ein bisschen besser gewohnt ist, als dass diese älteren Teile waren. Und so sehr ich auch irgendwie Persona 3 und 4 so ein bisschen gleich erlebt habe, sage ich mal so vom gleichen Zeitrahmen her, muss ich sagen, dass mir bis jetzt Teil 3 noch ein kleines bisschen besser gefällt. Einfach, weil ich da jetzt auch schon so viel Beziehung mit den Figuren aufgebaut habe und mir das bei Teil 4 noch ein bisschen fehlt. Deswegen ist eigentlich so ein Platz, den sich die beiden so ein bisschen teilen und da auch so dieses, ja, dieses japanisch alltägliche halt irgendwie so ganz cool rüberbringen und da teilweise auch die Musik eben so cool ist. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sehr man so dieses, also weil das ist ja das Ding, die Inspiration, die die Entwickler dann so in dieses Game packen, das kommt ja auch daher, weil die eben alle so in Japan auf der Schule waren und weil die dann so ein Daily Life halt da drüben auch einfach so leben. Und ich glaube, dass das so ein Aspekt ist, den man dann da, glaube ich, bestimmt so ein bisschen, wenn man da halt teilweise in der Stadt unterwegs ist, halt so ein bisschen fühlen kann. Und da bin ich mal sehr gespannt. Deswegen jetzt hier auf Platz 3, Persona 3. Auf Platz 2 packe ich jetzt stellvertretend für eine ganze Spielereihe eigentlich Lost Judgment. Und die Judgment-Spiele sind ja ein Spin-off der Like a Dragon bzw. der Yakuza-Reihe. Was haben diese Spiele denn irgendwie so krass mit Japan zu tun? Nun, sie spielen natürlich erstmal alle zum größten Teil in Japan und in einem fiktiven Stadtteil von Tokio, Kamurocho, der so einem bestimmten Stadtteil nachempfunden ist. Mittlerweile habe ich gesehen in so anderen Videos, dass da wirklich teilweise auch sehr krasse Landscapes und irgendwelche Sachen halt komplett fast 1:1 nachgebaut wurden. Also ich glaube, das waren nur so ein paar Lizenzprobleme, dass man das nicht 1:1 so nennen konnte, aber da halt so ein bisschen drauf konzentriert, tatsächlich so ein paar richtig coole Stadtteile in sehr hoher Detailtiefe nachzubauen, so da Geschäfte nachzubauen, irgendwelche Straßen, und wenn man da so durchläuft und dann auch noch so die Grafikqualität da hinten hinter hat, denkt man sich immer, ey, das sieht so krass aus, das sieht so realistisch wie eine japanische Straße aus. Und ich nehme effektiv Lost Judgment, weil eigentlich war mein Einstieg in die Reihe und überhaupt in dieses ganze Universum, in dieses Like a Dragon Universum, war eigentlich Judgment, aber das Interesse geweckt hat tatsächlich Lost Judgment, weil ich damit den Trailer, der damals auf irgendeiner Ankündigungsshow halt wieder lief, habe ich damals gesehen, war so, ey, wie krass sieht ein bisschen diese Grafik aus, und es spielt auch in diesem japanischen Setting, ich muss unbedingt sehen, was da los ist, was ist das denn? Und weil Lost Judgment da noch nicht raus war und ich dann gelernt habe, okay, das ist ein Sequel, habe ich mir halt damals zuerst dann Judgment geholt und bin dann so in die Welt eingeführt worden und habe dann halt auch, ne, den Hauptcharakter Yagami und seinen besten Kumpel Kaito kennengelernt und habe dann auch so ein bisschen gedacht, ah, okay, Moment, das sind Spin-Off-Spiele zu den Like a Dragon Games. Dann habt ihr da kurz danach auch ein sowas wie so ein Mini-Reboot von der Reihe stattgefunden oder zumindest einen Wechsel von der Hauptfigur mit Ichiban Kasuga, und dann bin ich quasi da in die Hauptreihe dann auch rein und habe dann gemerkt, okay, dieses Studio benutzt halt sehr oft seine eigenen Maps wieder oder sowieso überhaupt allgemein seine eigenen Assets, und irgendwie könnte man das erstmal so für faul halten, aber ich fand das tatsächlich super interessant und spannend, weil es ist so, hey, na klar, seid doch smart, macht es doch, und die können dann halt viel schneller Spiele raushauen, weil sie eben ihre Maps teilweise recyceln. Da kommt immer ein bisschen was Neues dazu, in jedem Game sind so ein paar Locations, die unikat für dieses
Spiel sind und auch ein bisschen mehr ins Detail dann bei gewissen Sachen gehen. Und manche Level, wo man dann halt auch nur einmal reingeht oder so, sind dann auch ein bisschen unikater designt. Im neuesten Like a Dragon ist man jetzt auch auf Hawaii und dann kommt am Anfang vom nächsten Teil ist man dann auch ein bisschen in Hawaii. Also nicht nur am Anfang, aber jetzt im Anfang nächsten Jahres ist man auch in so einem neuen Ableger, wo sie offensichtlich die Hawaii-Maps, die sie neu gebaut haben, jetzt auch nochmal für ein weiteres Spiel recyceln. Wie gesagt, könnte man so ein bisschen als faul darstellen, aber irgendwo ist es auch smart, weil die können regelmäßig Games mit ihren Charakteren rausbringen, die dann einfach auch in dem gleichen Universum so ein bisschen unterwegs sind und bauen halt immer so ein paar Maps mit dazu. Und das Krasse ist, dass das Ganze halt grafisch so interessant aussieht und eben auch so coole kleine japanisch-kulturelle Referenzen da drauf sind, wie eben so gewisse Shops und einfach so, ne, dieses Essen, was da drin ist und auch so, wie die Stadt aufgebaut ist, wie sich die Leute da drin verhalten und wie das alles so designt ist. Ich bin da teilweise auch durch die Spiele rum und habe mir das so angeguckt, um so ein bisschen Japanisch zu lernen, habe versucht, die Schriftzeichen dann da zu lesen, weil ich das gerade so mit Duolingo und so einem Kram alles halt so ein bisschen auseinandernehmen wollte und ich fand das einfach interessant. Diese Games sind irgendwie, die haben auch immer so eine krasse Mischung aus viel zu ernstem Drama und dann aber auch so kompletter Anime Komik und komödiantischen Ansätzen, die da drin sind teilweise. Das ist richtig dummer Slapstick auch teilweise und lächerlicher Slapstick da so ein bisschen drin. Und die Kombination von diesen ganzen Emotionen, so hartes Drama, aber mit auch irgendwie ein bisschen Witz, mit ein bisschen was total Abgedrehtem und das Ganze mit so einer hyperrealistischen Grafik, die einem halt so diese Absurdität so ein bisschen rüberbringen soll, aber einfach nur dieses krass irgendwo realistische Darstellen von so tatsächlich japanischen Locations und so von so normalen japanischen Locations auch irgendwo. Einfach so diese Straßen, wo man halt so nachts ein bisschen unterwegs ist. Fand ich halt irgendwie sehr ansprechend und hat auch so ein bisschen immer bei mir so dieses Interesse geweckt. Ach, ich glaube, ich will da wirklich mal in diesen Straßen auch mal so echt unterwegs sein. Und deswegen landet das hier auf Platz 2. Und Platz 1 natürlich, wer hätte es anders gedacht, ist natürlich ganz klar Persona 5 Royal. Persona 5 oder Persona 5 Royal allgemein hat für mich auch, war für mich effektiv der Einstieg in die Persona-Reihe. Auch wenn ich vorher schon das Spiel Catherine gespielt hatte, was ja auch so ein kleiner Ableger ist, aber das nicht irgendwie explizit in Japan spielt. Und Persona 5 spielt halt auch explizit tatsächlich in Tokio. Und so sehr man diese Location auch in anderen Animes natürlich immer irgendwie so als Hauptsetup hat, war ich hier doch irgendwo fasziniert, weil die Storyline, die in Persona 5 Royal erzählt wird, natürlich auch sehr stark auf dem Live-Sim-Aspekt, wie in Persona 3 und 4 auch aufbaut und man eben jeden Tag so ein bisschen in dieser Stadt unterwegs ist. Man geht in die Schule, man geht mit Leuten in irgendwelche coolen Locations und ich meine jetzt wirklich auch effektiv nicht die Dungeons, sondern wirklich so, wo man in der Stadt unterwegs ist. Man geht auf Dates, man trifft sich mit Freunden, man ist im Laufe der 100 Stunden, wo man so ganz viele verschiedene Story-Arcs durchspielt, auch einfach in ganz interessanten, teilweise echten japanischen Locations da drüben unterwegs. Es gibt sowas wie Shibuya, so ein paar Stadtteile sind auch ein bisschen umbenannt tatsächlich und ich will auch mal gucken, wie viele von diesen Locations Persona 5 inspiriert haben, ich tatsächlich vielleicht auch sogar in Japan finde und vielleicht da hier und da mal ein Foto mache. Deswegen haltet einfach mal ein Auge irgendwie auf hoffentlich sowas wie kleine Japan-Vlogs, die ich dann da noch mache. Und das Ganze soll aber tatsächlich immer so ein bisschen nie so rüberkommen, als ob ich jetzt, okay, du hast Persona 5 gespielt und wolltest deswegen nach Japan. So, nee, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie nach Japan, aber diese Elemente, die eben in diese Spiele eingebaut wurden, so wie die Stadt dargestellt ist, wie die Stadt aussieht, wie diese Vibes da drüben sind, was es da für Essen gibt, wie die Leute da drauf sind, hat also scheint gefühlt durch solche Spiele halt immer doch ein bisschen mit raus und die Kultur, aus der diese Spiele erwachsen sind, ist das Interessante da hinten dran. Es ist nicht interessant, weil, also Tokio ist nicht interessant für mich, weil da Persona 5 spielt, sondern weil Persona 5 aus der Stadt Tokio irgendwo gewachsen ist, aus den Leuten, die da leben und das muss ja einen irgendwie halt ein bisschen beeinflussen. Ich glaube, das ist das Interessante tatsächlich daran, dass man da so eintauchen kann, um irgendwo zu erfüllen, warum würde denn jemand eine Story schreiben, dass jemand im Shibuya Square da unterwegs ist und auf einmal ist er zwischen diesen ganzen Leuten und dann taucht da so ein Dämon auf. Warum ist denn dieser Ort so magisch? Und das will ich hoffentlich auch so ein bisschen tatsächlich erfüllen, wenn ich vielleicht mal tatsächlich da bin. Deswegen, das waren jetzt meine Top 5 Games mit Japan-Setting und ja, wünscht mir hoffentlich mal eine gute Reise. Wir sehen uns noch. Ich habe ein bisschen was vorproduziert, dass für euch auf jeden Fall Videos kommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal danach wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.